So, weiter geht's mit Gauland. Gauland gegen Wagenknecht. Mal gucken, ihr Lieben. Ich liebe ja den Minirock von Sarah Wagenknecht. Und dass sie Gauland jetzt die Hosen auszieht, entspricht ja auch meiner politischen Auffassung. Aber sportlicher Ehrgeiz, wir wollen ja nicht kampflos aufgeben. Ja, 1:1, Entscheidungskampf. So, los, komm da ran. Komm, Lügennase. Oh, voll ins Auge. Und auch Wagenknecht muss sich vor Gauland beugen. Ist mir jetzt fast schon peinlich, aber na gut. Alles beide hätte im Übrigen sicherlich auch gut ausgeschaut. Das ist dann die Superkraft. Ein Schweizer Boot. Hey, wo kommt denn das plötzlich her? Habt ihr das gesehen? Zwerge? Hilft das? Kann das sein, dass der Hund hier gar nicht funktioniert? Hey. Na komm. Das Schulz einfach K.O. zu hauen ist, das denke ich, ist nichts Neues. So, oh, so muss es losgehen. Das Wir entscheidet. Wir hauen jetzt also den Schulz einfach auf die Fresse. Tja, ihr Lieben, ihr Lieben, unglaublich. Özdehar, schauen wir mal. Also, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, dass die Grünen eigentlich so klein Mädchenmäßig sich verteidigen und eigentlich gar nichts drauf haben. Ich habe es noch gar nicht erlebt, dass die überhaupt mal Schaden angerichtet hätten. Und los. Ah, ist das peinlich. Ich dachte ja ernsthaft, dass der Gauland von irgendeinem von denen jetzt mal aufgehalten wird. Und dass das hier ein kurzes Spiel vergnügen wird. Aber anscheinend, naja, Bossfight. So. Mann, ist da ein Kohl, der da. So, Abonnate weg. Mensch, Kaka, das geht mir alles viel zusammen, liebe. So, also Gauland hat auch Marke besiegt, den Bundesfighter, und wiederum 140 Sekunden. Wenn ihr einen besseren Score schafft, teilt mir noch den Screen. Danke, Servus.